Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen Hänger hier vorstellen. Hier handelt es sich um ein Tandem. Das ist der RMT. Der kostet hier 40.000 Euro und 2040 Leasing. Hat eine Ladekapazität von 36.000 Liter. Wir kaufen ihn mal. So, da haben wir hier hinten stehen noch. Und da sind wir mal sauber. Hier haben wir schon einen kleinen Aufkleber drauf. An der Seite hier haben wir Reflektoren. Da haben wir hier die Aufkleber dann auch drauf. Und Unterlegkeile auch vorhanden. Dann haben wir hier hinten Kupplung und eine Steckdose. Ja, Spuren macht da auch. Habe ich auch schon gesehen. Aufkleber 40 km/h und Reflektoren. Und ich habe ihn da vorne schon mal befüllt. Sieht man hier, waschbar ist er auch. Dann fahren wir mal einen Schritt vor und kippen das einfach jetzt mal hier ab. Ausschauen tut es jetzt einmal nicht, dass die Achsen mitlenken, aber kann sein jetzt wegen den Schatten, dass ich das nicht wirklich sehe. Muss man auch dazu sagen. Schauen wir mal ran, komm, dass das eine eigentlich nach hinten ab. So wie es einen Anschein hat. Ja. So, dann schauen wir jetzt mal hier, wie der schön hier hinten abkippt. Ja, der geht nach unten. Da haben sie ein bisschen komisch gemacht, nach meiner Meinung nach, weil jetzt er hätte hinten weniger und so wegrutschen müssen. Ihr wisst schon, wie ich es meine. Aber die Animation, so wie er nach oben drückt, so sieht ganz vernünftig aus. Erstmal gleich noch den Attacher. Sehen wir jetzt, die hier dynamische Schläuche hat er. Hängen wir mal ab. Er fängt schon ein bisschen noch weiter nach unten. Und hängen wir an. Also auch hier schön die Handbremse, wie man jetzt hier sieht, schön animiert. Das gefällt mir ganz gut. So, nochmal nach vorne ziehen. Und jetzt erstmal mal gleich jetzt hier, wenn man einen zweiten uns dranhängt. Dann haben wir eigentlich ein nettes Gespann. Aber halt, wie wir sehen, hier für die Elektraulik, so Anschluss hat er leider jetzt nicht. Jetzt können wir gleich hier unser Lichttest machen. So her. Sehen wir, Blinker funktionieren. Kommen wir mal da vorne in den Schatten rein. Brauche ich nicht extra in die Nacht vorzuspulen. So, das normale Licht. Bremslicht funktioniert. Finde ich eigentlich so ja ganz vernünftig hier, diesen Mod. Dann können wir auch jetzt gleich sehen, ob jetzt der Achse mitlenkt oder nicht. Nein, lenkt nicht mit, hat starre Achse. Ja, also zu weit darfst du nicht einschlagen, sonst machst du hier das kaputt, wie man hier sieht. Ja, ich finde jedenfalls so ja ein schicker Mod, ist was anderes. So für große Karten schon eher gedacht, ja. Hat zwar nicht so ein riesen Volumen, aber ich meine von der Breite her, weil von die Straße, Wege und so weiter. Ja. Ja, wenn dir das Video natürlich gefallen hat, würde mich freuen, wenn du reinschaust. Hiermit sage ich Servus. Ich grüße euch. Euer Franz.